Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Emergency Emden. Beziehungsweise, wir gucken uns heute die letzten Updates an, die es so in den letzten Wochen gab. Ich habe länger kein Video mehr darüber gemacht. Keine Ahnung, was der von mir will. Ich muss erstmal Discord öffnen, weil ich das natürlich auf dem Discord habe. Beziehungsweise da werden die Ankündigungen. Jetzt will er fliehen können. Ah ja. So, ich fahre einfach mal weg, würde ich sagen. Damit er mir nicht hier auf den Sack geht. So, wir bleiben mal kurz hier stehen. So, okay, Leute. Erstmal gibt es ein Update, das ist das die 1.2.9 bzw. 1.29. Ich weiß nicht, wie man es hier nennt. Und das ist ein Boot-Update. Anscheinend gibt es jetzt Boote, die man fahren kann. Ich weiß absolut nicht, wie. Ich guck gleich mal. Also, ein Polizeiboot übernimmt das Steuer des neuen Polizeiboots und halte die Gewässer sicher. Perfekt ausgestattet für schnelle Einsätze und Verfolgungsjagd. Seenotrettungsboot rettet Leben auch auf dem Wasser mit dem neuen Seenotrettungsboot. Ausgestattet mit modernster Technik und schneller medizinischen Hilfe zu leisten. Da gibt es auch einen Jetski für Kriminelle. Das heißt, wenn du praktisch so wie ich jetzt gerade einfach ein Bürger bist, kannst du Jetski fahren. Für diejenigen, die das Abenteuer suchen, gibt es jetzt einen Jetski. Entkomme der Polizei mit Stil und Geschwindigkeit. Boah, wo fahren die alle hin, Alter? Dann gibt es natürlich noch andere Updates hier. Hier gibt es irgendwie nochmal ein Update. Ah, ne. Okay. So. Gut, wir gucken uns erstmal die Boote an. Da muss ich selber erstmal gucken, wo und wie und was man bekommt. Weil irgendwie muss es ja dann hier so sein. Ich würde sagen, wir fahren mal kurz zum Händler, oder? Oder muss man zum Händler? Ah, ich denke mal, man kann auch da Waffen kaufen. Nee. Vehicle Spawn. Hier. Da wollte ich hin. So, wir gucken mal, ob es dort Hallo. Und die Feuerwehr auf einmal her. Ey. Fahr weiter. Wie kann man denn nochmal blinken? Ich hab's schon wieder vergessen. Hallo, ich will doch noch blinken. Na, egal. Dann wird's halt nichts mit blinken. So. Auf jeden Fall fahren wir mal kurz dahin, um zu gucken. Bis da es jetzt auch noch da gibt. So. Aber das ist ja nur zum Nee, wir müssen zum Autohaus. Was ist denn das Autohaus? Na Leute, ich kenne mich hier absolut nicht aus. Carshop. Felix wird hier nicht spawnen. Kaufen Sie Hubschrauber? Nee, das will ich nicht. Es muss doch hier auch irgendwo so ein Was ist das? Kaufen Sie Drohnen? Kauf von Anhängen? Hä, hey, jetzt mal ehrlich, gibt es kein das Krankenhaus? Markt hier. Carshop. Es muss doch irgendwo ein Shop gehen, oder ist das? Nee, ich will hier nichts reparieren. Ja, Leute, ich denke mal, man muss doch dahin fahren hier unten zum Carshop.
Weil anders kann ich mir nicht erklären, wo hier sonst was sein soll. Versteht ihr, was ich meine? Gut. Fahren wir doch mal dahin. Ich mache aber kurz einen Cut, weil sonst geht das Video wieder zu lang wegen den Updates. So, ich bin jetzt hier bei dem angekommen. Mal gucken, ob man jetzt hier auch Boote kaufen kann oder auch nicht. Wenn es jetzt nicht geht, dann denke ich mal. Dann denke ich mal. Warum heißt der GT7? Ach so. Dann denke ich mal, fahre ich. Oha. Ich habe 9000. Ich könnte mir hier den Ping hier holen. Ich glaube, das mache ich sogar. Aber in Schwarz würde ich sagen. So, jetzt bin ich arm. Geil. Okay, Leute, ich würde sagen, ich muss anscheinend doch nochmal hier zum Hafen fahren, zum Händler A oder sowas. Und dann gucke ich mal da, ob man Jetskis irgendwie fahren kann. Wenn nicht, wisst ihr es, dass es aber trotzdem Boote gibt? Dann machen wir einfach mit dem nächsten Update weiter. Okay, Leute, ich finde es nicht. Dann machen wir einfach weiter. Nämlich zu dem Update 1.30. Einmal eine Blendgranate für GSG 9. Kann ich euch nicht zeigen, weil ich habe den Game Pass nicht. Rüstet eure GSG 9 Einheiten mit Blendgranaten aus, um Gegner zu blenden und zu desorientieren. Ballistischer Schild. Verbessert eure Verteidigung mit dem neuen ballistischen Schild perfekt für Nahkampfsituationen. Ich denke, das erklärt sich selber. Schrotflinte für die Polizei. Die Polizei und die GSG 9 hat jetzt Zugang zu Schrotflinten, die mächtige Nahkampfkraft bietet. Schrotflinten für Zivilisten. Auch Zivilisten können jetzt Schrotflinten verwenden, weil sie ihre Bewaffnung mehr Vielfalt verleiht. Versteck für Kriminelle. Kriminelle haben jetzt ein neues Versteck, in dem ihr ihre gesuchte Zeit dreimal schneller abläuft. Neues Absperrband. Verbessertes Absperrband für effektive Absicherung von Bereichen für Polizei. Neues Taser-Design. Seht euch das schicke neue Design des Tasers an, das sie ihm einen modernen Look verleiht. Haben wurden auch noch Fehler behoben. Einmal Boote wurden überarbeitet für bessere Leistung und Stabilität. Nagelbretter löschen sich nun automatisch nach 5 Minuten. Ein neues Krankenhaus für Polizisten wurde hinzugefügt. Nur Zivilisten müssen jetzt für Reparaturen zahlen. Alle Waffen verursachen jetzt 30% weniger Schaden. Sireneinstellungen werden nach dem Tod gespeichert. Ein Skaterpark wurde auch gemacht. Ich weiß nicht, wo die sind, also ich kann euch die leider nicht zeigen. Ja. Erkundet und genießt neue Elemente im Skaterpark. Und neues Feuerwehrboot. Einführung eines neuen Feuerwehrbootes, ausgestattet mit einer Wasserkanone zur Bekämpfung von Bränden auf dem Wasser. Ja, wir gucken uns aber gleich mal, wie ich sagen, kurz einen Job an. Vielleicht können wir da die Boote sehen. Da fahre ich gleich nochmal hin. Ich erzähle euch auch direkt einmal das nächste Update schon mal. Die nämlich die 1.31. Und da gibt es auch interessante Dinge. Ein neues Fahrzeug, den EMSEE 6x6. Einführung des EMSEE 6x6. Ein Fahrzeug mit 6 Rädern für ultimativen Offroad-Performance. Ich glaube, da ist der Mercedes mit gemeint. EM 2024 Fußball-Update. Feiere die Fußballsaison mit dem neuen EM 2024-Update. Das Fußball-Inhalte ins Spiel bringt. Ja. Bengalos. Erleuchte die Fußballspiele mit neuen Bengalos, die deinem Gameplay eine dramatische Note verleihen. Neue GSG 9 Fahrzeuge. Das GSG 9 Team erhält neue Fahrzeuge, die ihre Einsatzmöglichkeiten verbessern. Und neue Smartphone-App. Sieh dir die neue Smartphone-App an, mit der du deinen Lieblingsfußballverein im Spiel anzeigen kannst. Das kann ich sogar jetzt hier euch auch zeigen. Also hier kann man sehen und dann kann man hier kicken hier aus Deutschland. Dann hat man das anscheinend hier drauf, ja. Der Markt. Aha. Ja. Mehr kann man hier aber auch nicht machen. Okay. Ich bin natürlich der Deutsche hier.
So, ich würde sagen, ich fahre einmal noch mal kurz zu diesem komischen Dings da, um zu gucken, ob man in der Feuerwehr das auswählen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, auch hier kann man das irgendwie nicht einstellen, beziehungsweise nicht holen, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, warum. Ja, egal. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut euch also mal auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Haut rein, Leute, euer Snow. Ciao, ciao.